Hallo Lieben, ich bin gerade für euch durch meine Mittagspause gespurtet, um jetzt gemeinsam mit euch den Hamburger Royal TS für nur 1,99 Euro zu testen. Ja, dieser Angebotspreis hat mich gereizt und ihr habt es euch auch gewünscht, deswegen dachte ich mir, okay, teste ich jetzt mal mit euch zusammen den Hamburger Royal TS, den habe ich, glaube ich, entweder ich habe ihn noch nie gegessen oder es ist länger als 10 Jahre her. Und das hat auch einen ganz, ganz besonderen Grund, weil ihr wisst ja, es gibt so eine kleine Besonderheit bei mir. Ich mag keine Zwiebeln und natürlich sind auf den Hamburger Royal TS Zwiebeln drauf. Aber ich habe mir da schon eine kleine Hilfe gesucht, das werde ich gleich mit euch zusammen machen. Ich werde einfach Pommes nehmen und die dann runter kratzen irgendwie. So, das ist der Hamburger Royal TS. In den USA heißt er übrigens Quarter Pounder, zu Deutsch Viertelfünder und das heißt 125 Gramm Fleisch. Mensch, man wird auch schlauer beim Junkfood-Guru. Sieh mal an, der sieht richtig gut aus, richtig lecker aus, wie so ein übergroßer Cheeseburger und leider auch beim Junkfood-Guru ganz, ganz hart mit übergroßen Zwiebeln. Wow, Horror. Bei Zwiebeln, ich weiß nicht warum, bei mir ist es so, vielleicht gibt es noch andere von euch, die Zwiebeln auch nicht mögen. Die müssten mir bitte einmal erklären, warum sie Zwiebeln nicht mögen. Bei mir ist es so, ich mag die Optik nicht und dann mag ich auch den Geschmack überhaupt nicht und ich mag den Geruch auch nicht. Ich mag eigentlich gar nichts. Und dann ist mein Trick immer gewesen, bei McDonald's Pommes zu nehmen, die besonders hart ist und da die Zwiebel runter zu kratzen. Das mache ich eben ganz kurz. Klack, klack, klack. Jetzt die armen Zwiebelliebhaber müssen jetzt nicht weinen, weil man sieht es gerade auch gar nicht, was der Junkfood-Guru hier an dem Burger rumoperiert. So, wird er natürlich ein bisschen trockener. Die Zwiebel ist schon mal oben unten entsorgt, oben auch. Alles mit Hilfe dieser Pommes. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Das könnt ihr euch auch denken. Dann wird nämlich richtig schön so, die einzelnen Zwiebelchen werden so runtergekratzt. Das ist mein McDonald's-Hack. Man könnte jetzt auch sagen, hey, Junkfood-Guru, bestell doch den Hamburger Royal TS ohne Zwiebeln. Dann ist sie ja sogar frisch. Habt ihr vollkommen recht. Das wäre eigentlich der viel bessere Trick, aber ich war so hungrig, Mittagspause ein bisschen kürzer. Ich wollte einfach nicht warten. Heißt ja auch Fast Food, deswegen soll das auch für mich schnell gehen. Wir testen jetzt also den Hamburger Royal TS ohne S. Heißt TS nicht Salat und Gurke? Oder habe ich mich jetzt gerade komplett getäuscht? Nein, ich habe mich vertan. Hamburger Royal Käse. Aha, noch rechtzeitig erkannt. Das macht Sinn. TS steht nämlich für Tomate und Salat. Gut, das haben wir noch rechtzeitig erkannt. Ich kann jetzt hier ohne Salat heute dabei ganz normal reinbeißen. Und werde ihn gleich bewerten. Natürlich ist er jetzt ein bisschen trockener, weil ich mit dem Ketchup bzw. mit dem Zwiebeln auch den Ketchup runtergekratzt habe. Also der aktuelle Angebotsburger ist der Hamburger Royal Käse für 1,99 Euro. Nochmal ganz kurz zum Mitschreiben und Mitsparen. Und das Leckere ist wirklich zwei Scheiben Käse, Ketchup obendrauf, schmeckt solide, lecker. Also, schmatzi schmatz. Ich habe jetzt nicht zu laut geschmatzt, hoffe ich mal. Verzeiht mir sonst, es ist der Hunger. Und ich finde einfach auch den McDonald's-Ketchup so richtig geil. Auf diesen Burgern, weil der halt so fruchtig und so süß ist. Das mag ich voll, voll gerne. Und das ist eine richtig geile Konstellation. Für 2 Euro kann man nicht meckern. Hamburger Royal Käse für 2 Euro ist ein Knüller. Schmeckt, bekommt von mir von der Skala von 1 bis 10 wirklich gute 8 Punkte, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Den kann man echt mal probieren. Schreibt mal in die Kommentare. Daumen nach oben, Kanal abonnieren für noch mehr Junkfood und Food News und Tests. Ich freue mich über jeden neuen Zuschauer. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.